So Leute, da ist eine Brille am Hochstaufen. Ich glaube, hier hat das Stauffenberg-Attentat stattgefunden. Weil der Brillenträger ist nicht da. Verdammt! Wunderschönen guten Morgen vom Hochstaufen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bin nicht ganz allein. Da ist noch so einer, der mitten in der Nacht aufgereiht ist, über den Gewittropf steigt. Und der Andi und ich, wir nehmen euch heute mit über die Hochstaufen, Überschreitung Mittelstaufen, Zwiesel, glaube ich, und Gamsknogel oder so irgendwie. Auf jeden Fall da oben und dann hinten runter geht's. Kommt mit und viel Spaß! Jetzt darfst du lachen. Ich mag nicht lachen. Ich mag nicht lachen. Nein. Auf geht's vom Staufen. Wenn ihr das im Apps links seht, dann bin ich das. Apps. Ja, Apps. Apps ist die Kurzform von etwas. Und etwas ist Dialekt und Apps ist Hochdeutsch. Ja, wir nochmal, indem wir hingeschickt nach Salzburg, da sind drauf, gehen wir das nicht. Wir sind da jetzt am Normalabstieg eigentlich zur Badinger Alm vom Hochstaufen. Das ist alles gut markiert, aber voll abgespeckt. Plätze zum Gehen. Und der Weg, der folgt jetzt vorerst dem normalen Abstieg und dann da vorne, glaube ich, in der Schatten ist das, geht es eh schon bergauf für uns. Wenn ich richtig liege, geht der Normalabstieg noch ein gleich links runter. So, da seht ihr jetzt den Normalabstieg runter, so ein Schoderweg, der geht dann in den Wald rein. Und für uns geht es jetzt da rauf. Nur so steil, da ist ein Seil. Ich will normal. Hast du ein Klettersteigset dabei? Kannst du Zipfel umbinden? Ich glaube, du machst das free solo. So. Voll arg. Das geht weg. Das ist ja mindestens ein Huber-10. Meinst du? Ja. Ein Huber-10 plus. Und ein Alt-Huber? Ja, 5 minus. 5 minus. Gewaltig.
kompakt brüchigen Fels. So, wir sind jetzt da vom Hochstaufen hergekommen. Da unten ist Bad Reichenhall. Da drüben ist die Alpgärtnerin drinnen. Habe ich meinen Floh gemacht, verlinke ich euch oben im Bild. Wenn ihr es euch anschauen wollt, und da ist ein Gipfelkreuz. Keine Ahnung, wo sind wir jetzt? Wurscht, auf dem Berg. Und da war ein Eichhörnchen, weil Nussen da sind. Warum sind wir nicht da? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich jetzt nachgeschaut. Wir sind am Mittelstaufen. Jetzt geht's da weiter durchs Gestrüpp. Gewaltig. Wir müssen ja immer das Ganze ein bisschen kürzer und direkter fahren. Du kannst die Kurven ja auslassen und durch die Latschen gehen. Dafür schneide ich Rinden. So, da haben wir jetzt einen Rinn für den Winter gefunden, Andi. Ja, das ist eng. Das ist fest, alle. Da liegt sicher viel Pulver drin. Das ist kein Klettersteig. Ja, vorher hat sich die Kamera leider aufgehängt, da ist es ein bisschen versichert, aufgegangen, wenn man die Versicherung nicht hernimmt, vielleicht Anzeigelände. Und da geht es jetzt an so viere weiter, über den Tutten drüber und dann da oben in die Scharte und dann da um Zenokopf und Gamsknogel, glaube ich, heißen die. Da seht ihr jetzt an den Andi, wie er aufgeht. Einfach gewaltig. OSG-Gelände, wenn auch anspruchsvoll. Ist schon ein schwarzer Weg da oben. Da geht es jetzt hinaus. Schaut mal, ein schöner Tiefblick, oder? Ja, brutal ist das, Andi. Rutschig und steil ist da. Gut, dass ein Seil ist da. Ein Seil? Ich hab das Seil auslassen. Gewaltig. Hast du einen Hunger gehabt? Ja. Ich ernähre mich jetzt vegan. Und wie schmeckt's? Gut. Gut. Aber ich glaube, die Kretter ist das Beste. Okay. Ja. Aber irgendwie müssen wir halt auch vegan ernähren. Sicher. Irgendwie müssen wir auch was Positives beitragen, gell? Ja, der hält nicht. Abenteuerlich. Ja,
Ja. So, wir sind jetzt von da hinten hergekommen, da umgequert. Und da geht's schon wieder rauf. Wieder so steil mit Teil. Ja, hilft nichts. Oh, ein bisschen erwuscht. Wurzenpulver. Ein bisschen Schoder. Schoderpulver. Latschenpulver. Pulver überall. Gewaltig. Schieß, Arschlein hat selber Platz am Video. Das war so geil. So, jetzt einen finalen Aufstieg zum Zeierkopf oder wie der heißt, oder Zenokopf oder so. Boah, schaut euch das an, da vorne. Da schauen ein paar Tutteln raus. Ein Haufen Tuttel. Voll gut. Von da unten sind wir jetzt hergekommen durch die Latschen auf. Und dann das vorne Latschen. Danach ist der Gipfel da oben. Ja, man sieht, dass man in Bayern ist, weil da ist auf jeder Erhebung ein Gipfelkreuz. Der höchste Punkt ist aber jetzt an der vorne, wo der Andi ist. Da gehen wir jetzt in Viere. Ich glaube Zenokopf oder so irgendwie heißt der dort. Ich weiß das aber nicht genau, wie die Berg heißen, außer ich habe mir vorgenommen, dass ich einen jetzt irgendwie besteige, aber in dem Fall wollte ich die Hochstaufenüberschreitung machen und da weiß ich das halber nicht ganz genau, wie das alles hier heißt. Im Endeffekt ist es sehr logisch, man muss ja immer nur um und das machen wir jetzt auch. So, da Hochstaufen, 3 Stunden. Gamsknogel, 1 Stunde, danach das war dann eigentlich das letzte Ziel, der Gamsknogel. Gewaltig! Da unten ist der Chiemsee. Zwiesel! Aha! 1782 Meter. Wie geht's denn mit der Höhenkrankheit? Jetzt so. So, da sieht man jetzt noch einmal schön den Gradverlauf vom Staufen. Da zuerst nach rechts um, nachher macht er so einen Bogen um und dann geht es wieder so ein Schleifen um. Ja, wir sind jetzt vom Hochstaufen auf die Zwiesel umgegangen. Über einen mehr oder weniger Grad. Der Weg führt nicht direkt am Grad. Wenn man am Staufen umsteht, die Entfernung täuscht. Also der Grad selber verläuft in ein S und ist relativ viel Weg. Es ist teilweise totversichert, es ist teilweise ein bisschen ungut zum Gehen. Bei mehrerer Weih rennt man auf der reichen Heuerseite nochmal um. Genau. So ist es. Und jetzt geht es noch ein paar Meter Führe auf den Lachsentutten, wie heißt der?
Gamsknogel. Dann so. Ja, voll komisch. In Salzburg war es der Gamskogel, gell? Genau, aber das ist ein Knogel. Das ist ein Knogel, keine Ahnung, da hat sich ein Hin geschwindelt. Ja, ansonsten, was braucht man für die Tour? Also 2 Stunden auf den Staffen kannst du mal rechnen, 2,5 Stunden daher. Genau. Dann bist du mal bei 4, 4,5 Stunden, dann da vielleicht nochmal 1 Stunde 4. Ja, also in Summe zwischen 7 und 8 Stunden von Auto zu Auto wirst du schon brauchen. Genau, ja. Im Hochsommer glaube ich nicht gerade eine ideale Tour, außer für die, die es gern heiß haben. Im Herbst, wenn es schön ist. Oder zumindest beständig, glaube ich, ganz eine lässige Tour. Und genau, was auch noch zum Bedenken ist, vom Staufen bis da oben, bis zum Zwiesel, wo wir gerade sind, gibt es keine Fluchtmöglichkeit nach unten. Jetzt und da gibt es eigentlich die erste Möglichkeit, dass du absteigen kannst. Also eine Fluchtmöglichkeit vom Grat gibt es bis dahin eigentlich keine. Und da kommt jetzt ein Abend oder nachher nehmen, da wo wir jetzt weitergehen und euch mitnehmen. Ja, das war's fürs Erste. So, ja. Genau. Jetzt nehmen wir euch da noch mit und wenn ihr Fragen habt, Kommentarfeld benutzen. So, letzte Meter zum Gamsknogel. Da, schau her. Oh. Ein bayerisch badreichen heuerisch Alpenresal. Ein Alpenresal, ja. Also das Alpenresal, das ist ganz wichtig da bei den Bauern, weil da meinen ein paar, wenn sie das extra aussitzen, wächst es umso mehr. Ja. Ja. Schauen wir mal, ob wir sonst da noch irgendwo Alpenresal sehen können. Nein, da sehe ich jetzt keine Alpenresal. Aber gewaltig schön ist es da. So, jetzt sind wir da beim Abzweiger zur Zwieselalm und da gehen wir jetzt nochmal um und folgen dem Weg unauffällig. Ist da oben ein bisschen versichert gewesen, aber mit Aufpassen geht das ganz gut. Die Überschreitung war anspruchsvoller wie da oben. Da pladeln die Wadeln unterhalb von der Zwieselalm.
gewaltig. Labpulver, Baumpulver. Ja. Da schnappst du Steiner, sagt der Andi. Steinschlagpulver gibt's da, weil da schnappt Steiner. Ja. Oft geht's wieder zu. Haben wir ja schon fertig für die Franchise. Labpulver! Im Herbst fallen die Blätter, Donnerwetter, im Frühjahr sieh mal an, da sind sie wieder dran. So, das ist der wunderschöne Listsee. Das ist eine Sehenswürdigkeit in Bad Reichenhall. Und da ist der Parkplatz vom Listsee, das ist auch eine Berühmtheit. Andi, willst du uns was über den Listsee erzählen? Erzähl uns was über den Listsee. Also ich glaube, dass das Moorhuhn im Listsee in Reichenhall seinen Ursprung hat. Früher auch genannt als Blatthuhn, weil wenn du da so reinschaust, ich meine, das ist da daheim in der Dreckskloache. Ja, das kann gut sein. Das heißt, Bad Reichenhall ist die Wiege der Moorhuhnjagd. Ja. Sozusagen. Und ich glaube, die versorgen da die Bevölkerung auch mit zusätzlich gutem Wasser, weil das ist Naturquellschutzgebiet, wie der Oma da für gesagt hat. Ja. Und mit den toten Moorhändeln da dreimal besonders gut. Also deswegen mal sind die alle so stark. Weißt du, wie man? Gewaltig. So war das Geheimnis ums Moorhuhn auch gelüftet. Tschäppe! Sag einmal Huchekastl. Huchekastl! Bist du der Dendu? Dendu! Dendu! Hoi, Dendu! Freut mich! Jo Leute, wir sind wieder gut bei der Badinger Alm am Parkplatz angekommen. Insgesamt sind bei der Tour über 17 Kilometer und über 1800 Höhenmeter zu absolvieren. Man muss lang konzentriert sein, aufpassen. Es ist definitiv eine anspruchsvolle, lange Bergtour, die wir da heute gemacht haben. Ich hoffe, dass die Eindrücke euch gefallen haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Tour, dann schreibt was unten in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn du das erste Mal zuschaust auf meinem Kanal und in Zukunft nichts mehr verpassen willst, dann freue ich mich auch sehr, wenn du dabei bist in Zukunft und meinen Kanal abonnierst und die Glocken aktivierst, dann verpasst du in Zukunft nichts mehr. Mir bleibt nichts mehr anderes zum sagen, als danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat denk!